Ja, herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Autoschrauben kann er auch und winke winken kann er auch. Ja, genau. Gennaro, grüß dich. Hi. Hi. Hallo. Wir sind beim Gennaro hier im Raum, so viel kann ich sagen, Bochum. Was ist das hier? Bochum, Essen, Gelsenkirchen? Was ja, sagst du Wattenscheid, so? Leite. Wattenscheid, Leite? Ja. Leite heißt das? Ja, ja, Leite. Leite ist nochmal so ein kleines Stück Dorf von Wattenscheid im Endeffekt. Also wir sind hier auf dem Dorf mitten im Ruhrgebiet, ja, direkt in der Nähe von der berühmten, was ist das hier, die A40 ist genau. Das? Ja, ne? Ja. Gar nicht so weit weg. Bei ihm zu Hause. Und zwar ist Gennaro ein Kunde von uns, der unter anderem sehr große Aufmerksamkeit in unserem Team, als aber auch darüber hinaus auf Facebook mit einem Foto gemacht hatte, weil du hast hier zwei ziemliche Klopper von Subwoofer unter anderem verbaut. Ja, ja. Sag mal kurz, welche waren es? Ja, zwei BB13 Ultra. Ja, man muss wissen, er wohnt hier auf dem Dorf, aber in einem Mehrfamilienhaus. Genau, genau, mit sechs Parteien. Mit sechs Parteien. Ja, ja. Gut, wir gehen jetzt mal gleich näher drauf ein, wie man sowas lösen kann. Denn du hast dir hier in den letzten Jahren, ja, welchen Zeitraum hast du gebraucht, ein Heimkino gebaut? Ja, so 2,5 Jahre circa. Hast du? Ja. Okay, und dann hat er uns eingeladen und gesagt, passt mal auf, wenn ihr Lust habt, schaut euch erstmal an. Und dann haben wir natürlich jetzt nicht gerade Nein gesagt, sondern ganz im Gegenteil, wir haben einen Termin gefunden. Du bist schon sehr lange auf dem Bein, ne, heute, ne? Ja, so 5:30 aufgestanden. Aber das geht eigentlich noch, weil ja. Papa ist schon ein bisschen früher, weil ihr habt... Ja, wir haben eine Bäckerei und da geht das Geschäft so schon so ab 4:30 los und dann müssen die Ersten so ab 3 Uhr auf Arbeit sein und Vorbereitung treffen. Ja, ja, er gehört zu der Berufsgruppe, die ich wirklich sehr bewundere, die jeden Morgen, wie gesagt, um 3 Uhr oder eben ein bisschen später aufstehen, ja, damit wir dafür schöne Brötchen am frühen Morgen haben. Ich blende mal ein Bild ein, wer weiß, vielleicht will der eine oder andere Heimkino-Fan demnächst mal, ja, vorbeikommen. Ist gar nicht mehr so weit weg. Genau. Ja. Er ist gar nicht mehr, und er sucht auch noch Gleichgesinnte, mit denen er sich mal austauschen kann. Also da vermitteln wir gerne auch mal Kontakte und ihr wisst jetzt, wo es ist. So, wir sind in deinem Wohnraum hier, den du dir auch so weitgehend selber renoviert, umgebaut und bist du auch noch drin, hast du gesagt. Ne? Genau, genau, das, ne? Ja. Ja, der ist ja auch selber renoviert, wobei der Raum hier eigentlich mehr so ist, so alles, was in die anderen Räume nicht reinpasst, ist hier reingekommen, so gut wie es ging. Das ist hier sozusagen mein Blu-ray-Schrank. Wie viel sind drin? Was schätzt du? Boah, das letzte Mal, als ich gezählt habe, ist schon ein bisschen länger her, aber Chef, so Pi mal Daumen um die 400 sollten es sein. Bevor wir da reingehen, und ich, ja, kenne nur dieses berühmte Foto, was wir auch auf Facebook veröffentlicht haben. Mhm. Hier, Frank, unser Kameramann, war vorhin schon drin und ich habe einige ziemliche juchzende Laute gehört. Ich lasse mich echt überraschen, ja, was da gleich kommt. Seit wann machst du das Thema Heimkino? Wie kommt das Ganze überhaupt? Hast du früher einen großen Fernseher gehabt? Oder? Ja, eigentlich habe ich schon so als kleiner Bubi angefangen, weil Vater war schon immer im Handel tätig und dadurch hatte ich immer auch die Nähe zu Elektronik. Und irgendwann kam das Thema eben halt so mit Fernseher. Ja, und dann hat das irgendwann angefangen mit diesen Fernsehern, die eine glatte Bildröhre hatten, aus Glas, ja, noch, ne? Die also ja ultra schwer waren, die nicht so gebogen waren, die eine gerade. Genau, genau. Mhm. Das war eigentlich so der erste Schritt. So der, sauschwer. Ja, 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 genau. Mhm. Da hatte ich dann noch damals von Logitech dieses digitale 5.1-System Z irgendwie irgendwas. War das das berühmte TRX-System etwa? Ja, oder? Ja, genau, genau. Ach, ich werde wahnsinnig, okay. Ja. Mhm. Das war sozusagen eigentlich so der Anfang, ne? Und dann kam irgendwann ein Flachbildschirm, der auch aufgehangen wurde. Ja, und so hat sich das immer weiter aufgebaut. Ne? Der Andreas hier, unser Andreas Klüppelberg, der Klüppi, hat mir erzählt, ihr seid dann irgendwann mal in Kontakt gekommen, da warst du aber schon dabei, dein Kino zu bauen. Ne? Genau. Und dann bist du irgendwie auf uns gekommen und bist mal vorbeigekommen. Ja, im Endeffekt bin ich über euren YouTube-Kanal auf euch gekommen. Sag bloß. Ja, ja. So, da hatte ich mir auch die Videos im Vorhinein schon angeguckt, bevor ich das überhaupt angefangen hatte zu planen. Und zu euch bin ich im Endeffekt erst später gekommen, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Ja, dem Samstag ist bei uns eben halt immer, klar, Absatzstark. 7 Tage Tag. Die Woche. Ja, genau. Und deswegen erstmal angefangen so und dann irgendwann hingefahren und gesagt, immer, das habe ich bis jetzt gemacht und war zum Glück auch vieles richtig, was ich gemacht hatte. Ja, und dann den Rest der Hilfe habe ich mir bei euch geholt und hat super geklappt alles. Du hast das alles weitgehend alleine gemacht, hast ja nichts davon gelernt, weil du bist ja, was bist du beruflich? Beruflich bin eigentlich Handelskaufmann. Ja, also okay, hatte nicht direkt was mit der Bohrmaschine und so zu tun. Nein, nein, nein. Gut, okay, und hast dir alles selber beigebracht. Ja, ja, ja. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal in den Raum rein und schauen mal, was uns da erwartet. Wir müssen ja, jetzt hier mal durch, genau, Richtung einmal Diele. Durch den Flur. Okay, so, das ist die Tür. Genau. Lieber Kameramann, folgen uns mal. Was ist denn hier so schwarz? Hast du die schon schwarz gemacht? Ja, ja, die ist mit Stoff überzogen. Ja, sehr cool. Und nu? Und nu? Geh mal rein. Kommt rein in die gute Stube. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass du vorhin ein bisschen geguckt hast, Frank. Das hast du nicht erwartet, ne? Ich kannte ja das Foto.
Aber Himmel nochmal, ey. Sehr, sehr geil. Danke, danke. Ja, da war ich auch sehr stolz, oder bin ich immer noch sehr stolz drauf, ja. Also man muss es wirklich mal sacken lassen. Das ist, ich hab jetzt gerade etwas länger ohne Kamera gequatscht. Es ist wirklich beeindruckend, wie man hier aus seiner normalen Welt in diese andere Welt geht. Und du hast mir gerade den Hinweis gegeben, dieses Kino hat einen Namen. Genau, Nexus. So, Nexus hat was für alle die, die nicht wissen, was ist jetzt, N-E-X-X-U-S geschrieben? Ja, N-E-X-U-S. X-U-S, okay, mit einem X. Mhm. Das kommt aus einer nicht ganz unbekannten Filmreihe. Ja, von Star Trek. Und das war welcher? Der siebte Teil. Und was war da? Was war da? Ja, im Endeffekt, um es kurz zu fassen, in dem Film geht es darum, dass ein Wissenschaftler über einen Übergang in den Nexus möchte. Und in dem Film wird dann halt mal kurz erklärt, was der Nexus ist. Und der Nexus ist im Endeffekt ein Raum, wo eben halt alles voller Glück ist, Zufriedenheit, das Glück ist zum Greifen nah und alles ist wunderbar. Und das passt für mich genau hier im Endeffekt zu meinem Kino. Ja, wusste ich doch. Wir sind die Glücklichmacher, sind wir hier. Also, wir halten mal fest. Du hast dir deinen Nexus-Raum hier gebaut. Und zwar, jetzt kommt's. Dieser Raum muss ja für was vorher sonst gewollt gewesen sein. Eigentlich war das hier das Wohnzimmer. Da gehe ich mal von aus, dass hier irgendwo ein Fenster wäre. Oder ja, das wäre eigentlich da. Okay, das ist da. Okay. Der Raum hat welche Grundfläche gehabt? Grundfläche hatte der gehabt 3,80 Meter breit mal 5,20 Meter lang. Ja, schöne Größe, ne? Das sind knapp 20 Quadratmeter. Ja. Ne? Sehr schick. Jetzt hast du den wie aufgeteilt? Weil wir sitzen jetzt hier sogar auf dem Podest. Mhm. Was für eine Entfernung habe ich jetzt bei diesem Sofa ungefähr zur Leinwand? Zur Leinwand liegst du jetzt hier ungefähr bei 3,40 Meter. 3,40 Meter. Und was für eine Leinwand hast du reingebaut? 2,70 Meter Breite. Als 16:9. Als 16:9. Okay, gucken wir uns gleich mal im Detail an. Mhm. So, die Maße haben wir. Dann hast du noch ein bisschen Luft nach hinten gelassen. Genau. Und wie viel hast du, weil der Beamer guckt zur Hälfte raus und zur anderen Hälfte ist der drin. Du hast dir da noch eine dolle Wand einfallen lassen. Ja, ja, also die Wand ist ungefähr 40 cm von der eigentlichen Wand weg. Mhm. Ne? Weil also die Wand ist nicht zu. Der ist nur mit Stoff bespannt größtenteils. Okay. Und der Rest ist eben halt mit Dämmmaterial verfüllt. Mhm. Eben halt als Absorber für die Bässe, die hier eben halt in dem Raum sind, damit das hinten alles geschluckt wird. Und der Nachbar kriegt jetzt kommt ja die Frage, was ist mit den Nachbarn? Wer hat was mitbekommen, als du hier zwei Riesenpakete hochgeschleppt hast? Ja, also im Endeffekt hier von der Reihe hier, also hier sind zwei Stück drüber, ja, beide. Kriegen sie mit? Ja, ja. Ja? Ja. Und was machen die dann? Ja, also ich muss sagen, also die Dinger sind nicht für normale Häuser und so, also Mehrfamilienhäuser geeignet. So. Also die Subwoofer SVS, was war das jetzt? PB13. PB13. Ja, Ultra. Mhm. Ich habe das Glück, dass die oben drüber sind schon lange Freunde der Familie und die ganz oben drüber sind eben halt auch Filmefans, so, die haben da Verständnis für. Sind die auch schon mal dabei? Nee, das nicht. Das noch nicht? Das noch nicht, ne. Hat sie nicht ergeben? Oder? Nee, ich hatte wohl mal gesagt, so, dass sie mal vorbeikommen sollten, wenn sie Zeit haben. Könnte aber Suchtgefahr vielleicht haben. Erstmal das, ja, und die sind jetzt auch im Umzugsstress. Ah, die gehen? Die gehen, ja. Hast du schon mit ausgesucht, wer hier reinkommt? Nee, das nicht, aber einer, der hier gegenüber wohnt, so, dessen Bruder würde da ganz gerne einziehen. Das wäre für mich das Beste, was mir passieren kann, wenn das wirklich so wäre. Weil dann weiß ich, der wird nie was sagen. Was merken die denn da oben? Kribbelt dann bei denen an den Füßen oder was haben die da? Ja, vibriert alles oben ein bisschen, ne? So, Und mit Entkoppeln schon mal was gemacht oder was probiert? Nee, also ich sag mal, die genau oben drüber wohnen, denen macht das nichts. Mhm. Ne? Wir haben uns so abgesprochen, dass bis 22 Uhr ist okay. Mhm. Danach regel ich eben halt das so, dass die Bässe eben halt weniger sind. Mhm. Und auch so die Lautstärke ein bisschen runtergefahren wird. Sonntags nicht. Ne, da wird dann eben halt kein Theater gemacht, Feiertage und so. Also, so, also da wird schon ziemlich Rücksicht aufgenommen. Ja, ja. Mhm. Also von menschlicher Art und Weise eben halt. Ja, ne? Ja. Ansonsten, wenn die weg sind, sagen die dir aber auch Bescheid, ja? Ja, ja. Das ist gut, ne? Ja, ja. Die gehen dann zur Kirche, ne? Ja. Morgens, sonntags morgens oder was? Ja, oder zum Kirche. Kaffee und Kuchen zu essen. Und dann weiß ich immer direkt so, alles klar, ich habe dort Kuchen hingebracht. Ruf den Pfarrer an, mach mal ein bisschen länger. Genau. Ja. Komm, lass uns mal aufstehen. Sehr, sehr schön. Also, für die, die jetzt mal genauer wissen wollen, was hier so wie aufgeteilt und verbaut ist. Du hast dir ja sogar eine echte Bühne hier einfallen lassen. Ja, ne? Ja. Warum? Aus dem Grund, weil ich eigentlich nicht wollte, dass davon irgendwas sichtbar ist. An Technik? So, genau, an der ganzen Technik, die hier eben halt drin steckt und eben halt die Subwoofer, die da auch drunter stehen.
das wollte ich eben halt alles nicht sehen, ne? Mhm. Ja. Okay, dann, also Leinwand haben wir gesagt, das ist eine maskierbare Leinwand. Genau. Das ist eine Zodiac, ist das? Ja. Dann hast du ein normales, nee, das ist nee, ein schalldurchlässiges, akustisches Tuch, ja, ja, weil dahinter die Lautsprecher auch genau, versteckt genau, sind. Genau, genau, ja. Du hast dich jetzt hier für eine Firma entschieden, die heißt Teufel. Genau, genau. Ist komplett verbaut hier alles mit Teufel? Ist komplett verbaut, ja. Mhm. Okay, welches System ist das? Das ist im Endeffekt zusammengebaut. Also im vorderen die Hauptlautsprecher, das sind S800er. Ja. Und die ganzen Surround-Lautsprecher, da sind S500er. Okay. Was ist das so preislich ungefähr für die, die das nicht so ganz so kennen? Ungefähr? Also die Hauptlautsprecher, die S800er, da sind die größeren, die kosten 500er Stück. Mhm. Und die kleineren Surround-Lautsprecher, da liegt man so bei 200. Mhm. Okay, gut. Und soweit zufrieden? Ja, nicht mehr. Das hat jetzt aber lange gedauert. Was war jetzt los? Ja, ich sag mal, wenn man die Preis-Leistung sieht, ist das okay. Mhm. Aber dadurch, dass man eben halt mittlerweile anderes kennengelernt hat, so auch die Nähe zu euch. Und ich weiß eben halt, dass mit relativ wenig Geld mehr auch um einiges Besseres rauszuholen ist, wird das hier auf jeden Fall auf kurz oder lang umgebaut werden müssen. Willst du umrüsten? Ja. Okay. Hast du schon mal in Aussicht? Ja, ich habe mir bis jetzt bei euch die B&W hatte ich mir mal genauer angehört und Dalli. Aber ich werde mich da wahrscheinlich dann eher zu den Dalli entscheiden, die gefallen mir besser. Fällt jetzt gerade ein. Ich wollte eigentlich gerade sagen, es ist eins der nächsten Videos, wo man nicht Dalli erwähnt wird, weil wir Teufel mal drin haben. Ja, okay. Jetzt sehen wir hinterher wieder Dalli, aber ist okay. Ja. Nein, das lässt sich nicht vermeiden. Super, ja. Ja, fand ich auch. Okay, dann schauen wir mal. Okay. Also, die sind jetzt hier hinter, Leinwand maskierbar. Genau. Dann hast du hier an der Seite so einen schönen Vorhang dir gemacht. Ja, genau. Das ist aber mehr so eine optische Sache. Ja, das ist eigentlich nur Deko, weil ich wollte eben halt auch im vorderen Bereich so viel Vorhang haben wie möglich, damit das eben halt auch ans Kino erinnert. Mhm. Dahinter befindet sich jetzt aber nichts. Nee, dahinter ist auch nur eine... Trockenbau hast du da gemacht, genau, oder? Da ist auch nochmal 30 cm Dämmung drauf gekommen. Ja, das ist aber gut gemeint, ne? Ja. Was ist mit Luft hier? Kriegst du hier Luft auch noch? Ja, wenn du zwei Stunden lang Hobbit guckst? Doch, ist mit Lüftung hier. Ja? Mhm. Also ich kann die Lüftung hier an- und ausschalten. Wo kommt dann die Luft her? Hast du da also, draußen ein Loch gemacht? Oder was genau, also einmal hier ist Zuluft. Da unten drunter? Da unten drunter. Ja. Im Endeffekt geht hier einmal die Führung durch das Podest durch, ja, ab in den Raum, wo wir gerade standen. Ne? Da wird die Luft angezogen sozusagen. Ne, weil das ist im Winter der kälteste Raum und im Sommer ist es im Endeffekt auch der kälteste Raum, wird am wenigsten benutzt, also sprich beste Luft. Also du hast ein Loch gebohrt einmal durch in die den Wand Bereich dort rein und dann hast du da irgendwo einen Motor oder hast du gar nichts gemacht? Das heißt natürlich. Nein, hier in dem Podest selber, allerdings unter dem Mittelteil der Couch, steht eben halt so ein, das ist so ein Rohrventilator. Mhm. Der ist da verbaut, ja. Und den machst du dann wie an? Mit einer Fernbedienung. Okay, alles klar. Und dann holst du einfach nur Frischluft hier rein? Genau, genau. Und oben über dem Beamer ist Abluft. Mhm. Und die Abluft ist so gebaut, dass sie sozusagen über, durch den Rollladenkasten, der eigentlich da wäre, aber jetzt nicht mehr ist, nach draußen geführt wird. Und, Jungs und Mädels, nicht vergessen, also Luft ist schon wichtig. Also ja, gerade ja, wenn ich hier das so super hermetisch abgeschlossen habe, weil ich suche jetzt gerade schon wieder die Tür. Ne? Die Tür siehst du ja auch nicht so einfach. Nein, hier, nein, auch wollte ich unbedingt so haben, ja. Weil lass uns mal gucken, hier hin ist die Tür. Du hast sie ja hier nahezu perfekt reingeschnitten, hier mit dem gleichen System hier. Und dann hast du hier einen Griff hier. Ja. Das heißt, die Originaltür ist dann schon, ist sie noch verwendet worden? Oder ist die Originaltür ist verwendet worden, ja. Ja. Ich habe das im Endeffekt so gemacht, auf die Wände selber sind Rehgips-Verbundplatten draufgekommen. Mhm. Das ist so eine Verbundplatte Rehgips-Schaumstoff, ja, weil die eben halt dicker ist als normale Rehgipsplatten. Mhm. Ist die Wand nach vorne gekommen und ich habe da dann einen Plan mit der eigentlichen Tür gemacht. Mhm. Ne? Ja, hier. So, genau. Mhm. Und dann musste ich den Türrahmen auch noch ein bisschen eben halt ändern, was draufpacken, damit das eben halt alles plan ist, weil ich nichts sehen wollte. Ich hatte das vorher so gehabt, dass die Tür noch da war, bevor der Raum hier entstanden ist. Aber das hat mich schon immer gestört, weil im Kino ist das ja auch nicht. Im Kino sind immer die Türen plan von innen. Ja, und deswegen muss ich das auch haben. Ja, oder in den meisten, ja. Sehr schön. So, nochmal zurück hier. Dann hast du dir hier was einfallen lassen. Das ist wahrscheinlich, um Wärme abzuleiten, genau, oder? Genau, ja, ja. Weil komm mal rüber zu mir. Ja, mir schien das ja logisch so, dass wenn da so viel Elektronik drunter steht, dass relativ viel Hitze entwickelt wird. Ja. Und damit sich das nicht eben halt alles so staut, habe ich da Abluftgitter reingemacht und den Vorhang auch nicht bis zum Boden gemacht. Also, dann hast du ein bisschen kaminähnlich, ne? Zieht ja die Luft an, ne? Genau, genau. Und wenn du dann natürlich dann noch den Ausgabepunkt genau, hast, dafür die Luft Endeffekt dann teilweise. Genau, schon so ein bisschen die Luft da drunter und dann nach oben wieder raus. Obwohl ich das auch wieder noch mal ändern will. So, ich will da, warum? Da will ich noch mal einen Ventilator einbauen, der die Luft ins Schlafzimmer reinbläst. Von hier unten rauszieht, weil mir wittert hier zu warm.
Wenn die Geräte an sind? Ja, ja. Und wenn der da hinten auch noch an ist, ne? Ja, weil ich muss ja sagen, also wenn ich hier drin bin, weil ich eigentlich fast jeden Tag bin, also hier gehen schon Stunden durch. So, ich glaube, ich habe ja angefangen im Anfang November. Der Projektor hat, glaube ich, jetzt schon fast 900 Stunden weg. Und wir sind also November 2017, ja, wir sind jetzt im April 2018. Das ist gut. Ja. Ja, warum guckst du, was guckst du? Also warum ist schon klar, was guckst du dann? Oder spielst du auch viel? Ich spiele relativ viel, aber ich gucke auch viel Filme. Das ist bei mir immer so, mal packt mich die Sucht zu zocken, dann zocke ich mehrere Tage, Wochen eben halt relativ viel, dann wenn andere schlafen sozusagen. Ja. Oder mir packt irgendwann mal die Lust und auf einmal fange ich an, Tag und Nacht nur noch Filme zu gucken. Ne? Dann ja, dafür ist es ja da. Ja, genau. Ja. Aber 900 ist gut. Ja. 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 Kannst du ja langsam einen Meister suchen. Okay, alles klar. Aber was mir noch einfallen würde, man könnte überlegen, ob man noch was mit Licht machen möchte. So eine kleine indirekte Beleuchtung oder sowas, die so die Bühne. Oder hast du hier oben, da oben ist nämlich kein Licht. Du hast dann Seiten, hast du zweimal Halogenspots, ne? Genau, die Halogenspots. Mhm. Aber hinten hätte ich auch noch welche. Mhm. Die hätte ich jetzt aber nicht angemacht. Mhm. Okay. Ja. Sollen wir mal den Vorhang aufmachen? Ja, den müssen wir so hochklappen, weil der ist relativ eng. Geschnürt. Also wir klappen den so hoch? Genau, einfach hochklappen, um das mal alles so zu zeigen. Das ist eigentlich so das Beste. Also für alle die vorhaben, eine Bühne zu machen, gute Idee, das mit diesen Lüftungsschlitzen zu machen, damit dann eben die warme Luft nach oben absteigen kann. Genau. Und genial natürlich, dass der Vorhang nicht wirklich bis zum Boden runter ist. Und trotzdem sieht man natürlich nichts, weil der ist absolut lichtdicht. Ne? Ja, also du hast keine Beleuchtung, nichts so an Mäusekino, nichts zu sehen. Nein, ne? Nein. Weil der ist nun wirklich schwarz, der Raum, ne? Ja. Der ist, ja, im Endeffekt, wie man jetzt sieht, hier ist eigentlich der Boden. Obwohl der ja auch schon relativ dunkel gehalten ist, aber ich wollte nicht nur einen schwarzen Boden haben. Feuerlöscher muss man schwarz machen. Ja, nee. Dann siehst du nicht. Dann ist halt ja kein Blickfang mehr. Ich fand, das ist ein lustiger Gimmick mit dem Also ich habe doch als erstes vorhin drauf geguckt. Ja. Hoppla, was hast du denn da? Irgendwie ein gebranntes Kind im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, aber eigentlich. Gedacht, das wäre schon sinnvoll. Hier ja, Feuerlöscher die Mutter, die hatte so Angst. Als ja, ist gut, komm. Ne? Feuerlöscher ist selten im Kino zu finden, aber macht eigentlich Sinn. Ja. Wäre zu schade, gell? Das ist wohl wahr, ja. Okay, dann wollen wir mal gucken. Wir gehen mal in die Knie. Also, ihr guckt mich einiges an, ne? Ja. Also, was haben wir? Marantz? Genau, die Marantz-Vorstufe. Die 7704. Mhm. Dann einmal die 5-Kanal-Endstufe, die 7-Kanal-Endstufe, der Oppo 203. PlayStation. Und die PlayStation stehen da drunter. Dann ist noch an den Seiten ist da noch ein kleiner Switch für Netzwerk. Ne, da hatte ich auch alles, du hast viel mit Kabel gemacht hier, ja, ne? Ja. Wolltest du machen, alles. Ne? Mhm. Alles über Kabel. Alles über Kabel gemacht, ja. Weil da gibt es immer am wenigsten, also keine Fehler. Bei WLAN hast du ja leider immer zwischendurch mal wieder, ja, ich müsste mal wieder Staub putzen. Nee, das meine ich gar nicht mal, sondern vom Abstand her. Aber genau. Okay, du kriegst eine Menge Luft rein, geht hinten. Das heißt, die Bretter gehen nicht bis hinten durch, sondern die hören direkt hinterm Gerät auf, sodass dieser Kaminzug entsteht. Genau, kann, genau. Ne? Und die Bretter, die, das ist im Endeffekt beweglich. Das ist auch nicht bis oben bis zur Platte von deinem eigentlichen gebaut. Okay. Was ist mit Fernsehempfang? Gucke ich nicht. Ich gucke kein öffentliches Fernsehen. Guckst du privates Fernsehen? Auch nicht. Du guckst gar kein Fernsehen? Nee, ich gucke nur Filme. Okay. Hast du irgendwo überhaupt im Haus noch einen Fernseher oder in deiner Wohnung? Nein, ja, im Schlafzimmer habe ich einen Fernseher, aber da ist auch alles. Ist nicht? Nee. Da steht auch eine PlayStation, Blu-ray Player. Ja, okay, und eine Amazon-Box steht noch drüben, so, um ein bisschen so Serien zu streamen und so beim im Bett liegen. Wollte ich gerade sagen, hier streamst du wann über die PlayStation, wenn du mal streamst? Nee, oder machst du gar nicht? Nee, hier gar nicht. Gar nicht? Nee. Wenn ich was gucken will, fahre ich nach Saturn, kaufe mir den auf Blu-ray oder auf UHD und wird geguckt, ja. Aber Streaming ist kein Thema für dich irgendwie? Hast du schon mal probiert? Ja, aber erstmal, ich bin kein Serientyp so. Ah, okay. Ne? Also eigentlich überhaupt nicht. Die Serien, die ich gucke, das sind so Serien aus der Kindheit. Die gucke ich immer noch. Vicky? Winnie Maya? Nee, das nicht. So, ja, ich sag mal so, Two and a Half Men, das ist eigentlich so Standard. Okay. Das läuft hier durch im Endeffekt im Schlaf. Im Schlafzimmer. So, ich weiß nicht, wie oft ich das schon geguckt habe. Ja, und hier Mesh, wenn das einer kennt. Ja, Mesh, da gucke ich verdammt gerne. Oder Käfig voller Helden. Ja. So, das sind alles solche Serien, mit denen bin ich damals groß geworden. So, und das wird immer noch geguckt. Sehr schön. Und wenn es doch mal kommen sollte, wäre es ja möglich, weil die PlayStation ist ja vorhanden. Genau. Im Endeffekt könnte die halt, ja. Ja, und dann hast du dir rechts und links den Subwoofer hingestellt. Ja. Und der bläst den Vorhang auch schon mal ein bisschen nach vorne, oder wie sieht's aus? Ja, je nach Film und Lautstärke. Und wenn die alle in der Kirche sind, dann kann das schon mal gehen. Ja. Ja, sehr, sehr geil. Also echt schön gemacht. Toll umgesetzt. Ja.
Du hast ja erzählt, wenn dir mal was nicht gefällt, dann machst du das nochmal neu. Dann hast du ja das eine oder andere schon mal neu machen müssen, weil du sagst, nach einem Monat irgendwie, das ist noch nicht so optimal? Oder warst du schon ziemlich gut direkt von Anfang an? Ja, eigentlich so von Anfang an gut gewesen. Aber auch aus dem Grund dessen, ich habe mir einfach Zeit gelassen. Nichts auf Hektik gemacht, nichts auf schnell gemacht. Mir lieber dreimal einen Kopf gemacht, bevor ich angefangen habe, irgendwas zusammenzubauen. Und gab es Unterstützung, Family oder so, oder hast du das alles hier allein durchgezogen? Ja, ich sag mal so, bei solchen Sachen, da, wo man nochmal zweites Paar Hände braucht, so ja. Wie zum Beispiel den Stoff an der Wände ja. Oder an der Decke ja. Bringen und ja. So, da hatte ich dann eben halt Hilfe gehabt. Ne? Aber alles jetzt hier, um das alles auszuschneiden, zu vermessen und alles sowas, das habe ich alles selber gemacht. Hast du dann hier drin in der Wohnung gesägt oder musstest du raus? Anfangs habe ich hier noch alles in dem Raum gemacht, solange wie es ging. Mhm. Ne, klar, irgendwann, als dann der Stoff an der Wand kam und so war Feierabend, dann habe ich das Dreck. Dann habe ich das unten im Keller gemacht. So. Hast du einen Keller hier? Mhm. Ah, schön. Das Podest, warum hast du hier ein Podest gebaut? Sonst hätte ich nicht gewusst, wie ich die Luft hier vernünftig mittig hier drauf blasen kann, sozusagen. Mhm. Ne? Und um natürlich höher zu sitzen. Mhm. Ich kannte das vorher, hier in dem Raum war vorher auch so ein, ich sag mal, Wohnzimmer-Kino verbaut mit einem 65 Zoller an der Wand, auch alles schwarz gestrichen. Du willst mir damit sagen, dass dieser Raum mal als Wohnzimmer verwendet worden ist von dir? Als richtiges Wohnzimmer, das ist schon lange her. Wie gesagt, vorher war das auch ein schwarz gestrichener Raum mit einem 65 Zoller an der Wand, 7.2 Anlage hier drin und einfach eine Couch fertig. Das war dann mein Wohnzimmer sozusagen. Und damals hat mich schon immer genervt, immer einen relativ steifen Winkel beim Gucken zu haben. Weil der Fernseher dir zu hoch hing. Ja, genau, weil unten drunter stand auch die Elektronik und so, und das hat mich damals gestört. Und deswegen wollte ich unbedingt höher sitzen und deswegen dann der Podest. Was für eine Höhe hast du ungefähr? 15, 20? Nee, das sind so 17 Zentimeter ungefähr. Mhm. Und das Podest hast du dir, das hast du dann gefüllt auch mit ein bisschen Wolle ist, und so? Ja, das ist komplett verfüllt. Komplett verfüllt, entkoppelt auch. Das war mir nämlich hier in dem Raum ganz wichtig, dieses ganze Thema Entkopplung sowieso, weil ich wusste, dass eben halt von Anfang an, dass ich auf jeden Fall, wenn das Geld da ist, so dass hier zwei solche Viecher reinkommen. Und ich wollte keine Vibration haben, das hätte mich sowas von gestört. Ja, aber das heißt, hast du denn unter dem Teppich noch irgendwas drunter gesetzt? Nee, der Teppich ist direkt auf dem harten Boden drauf, ne? Das Stück hier, ja. So, und die Lautsprecher jetzt mal eben nochmal gefragt, die stehen jetzt auf dem Teppich drauf? Nee, das ist so eine... Ah, das ist eine Platte, sehe ich gerade, genau, ne? Das ist ja einmal diese Gummiplatten, die es so eigentlich für Waschmaschinen gibt. Mhm. Und die habe ich nochmal oben und unten jeweils mit Bitumfolie nochmal beklebt. Und das dann eben halt nochmal mit Folie umwickelt, so, weil die Bitumfolie nämlich... ja, die ist ja ölig so. Sonst hätte ich mir den Teppich versaut. Also nochmal mit einfacher Folie einfach umwickelt und ab die Subwoofer da drauf. Und das ist praktisch, weil dank der Folie kann ich die jetzt so rausziehen. Weil die rutschen dann besser darauf. Genau, genau. Mhm. Weil sonst das Gewicht, da brichst du ja einen ab. Ja, wie war der Moment, als du die oben hattest? Da kam es dir vor wie Rocky, der so die Treppe hochläuft, ne? Ja, das war damals richtig, richtig Mist im Endeffekt. Ich hatte die Sachen hier abgeholt bei euch. Ja, ich weiß, der Wagen hing ein bisschen tiefer. Ja, und keiner hatte Zeit. Von deinen Jungs und Mädels. Ja, und ich wusste nicht, scheiße, wie kriegst du die Dinger jetzt aus dem Auto hier raus? So, und dann habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde gewartet auf der Straße, bis dann mal einer vorbeikam, den ich kannte. Ich so, ey Junge, du musst mir da helfen. Ne? Ja, und dann habe ich den mit mir hier reingetragen. Der hat sich auch, glaube ich, gewünscht, dass er in dem Moment nicht an mir vorbei war. Ja. Das war, was war das? 50 Kilo? 60 Kilo? PB13? 40? Ja, also ich schätze mal, in dem Karton so müsste das so... Ich blende es mal ein. Ja, müsste das so locker, also ein bisschen über 80 Kilo sein. So mit dem Gitter und so wiegt der, glaube ich, 70 Kilo. Plus Verpackung und so, schätze ich mal. Aber du wohnst ja im Erdgeschoss. Wir müssen eine kleine Treppe gehen, eine minimale. Also, hat er aber Glück gehabt, der vorbeigefahren ist. Ja. Hat er denn wenigstens mal das Endergebnis gesehen? Nee, noch nicht. Kommt noch alles. Ändert sich jetzt alles schlagartig. Warte ab, du. Du guckst aber nicht unbedingt jetzt immer alleine, oder? Hast du auch schon mal hier am Wochenende mal Family, Freunde, wen auch immer hier? Nee, das habe ich also relativ oft hier. Hast du? Ja, ja. Aber ich habe auch ein Patenkind, so, der kommt auch oft vorbei. Mhm. Ja, gerade als ich hier angefangen habe, klar, heutzutage, die sind ja alle auf Star Wars Trip, zum Glück. Ja, ich hätte jetzt keinen Bock, hier Lilifee zu gucken oder so. deswegen, richtig. Ja, hast du immer Glück, da sind zwei Interessen zusammen. Ja, oder ein Interesse mit zwei Leuten. Ja, schön, okay. Ja, der hat ja aber Glück, dass da, ne? Das so ist. Jetzt Samstag kommt er auch wieder. Donnerstag kommt ja der neue Star Wars raus. Ja. Ja, ja. Ist schon für Samstag direkt geplant hier. Kommt er und mein Kollege, also dessen Vater, vorbei und dann machen wir uns hier einen schönen Abend. Habt ihr Spaß hier? Ja. Gut, wir machen mal kurz einen Schnitt, wie es so schön heißt, und holen mal tief Luft und dann gucken wir uns mal den hinteren Bereich nochmal an und auf welcher Beamer da steht.
Vielleicht habt ihr das gesehen, aufmerksame Zuschauer, wie ich immer so schön sage, haben vielleicht gesehen, dass hier in diesem Podest noch eine Klappe war. Und natürlich habe ich wissen wollen, was ist dahinter. Jetzt gehen wir mal kurz runter und zeigen das mal. Also, diese Klappe hast du dir für was ausgedacht? Ja, im Endeffekt, ich kam da drauf, weil ich habe mich immer gefragt, wo soll ich hier den Staubsauger anschließen an das Stromnetz? Weil hier ist ja alles weggebaut und überhaupt nichts zu sehen an Steckdosen oder sonst irgendwas, weil es auch keine gibt. Und deswegen habe ich gedacht, du musst hier irgendwo eine Steckdose hinbauen, wo die keiner sieht, weil ich halt nicht leiden kann, Steckdosen zu sehen. Deswegen kam ich dann mal auf die Idee, eben halt hier ein kleines Terminal zu bauen mit einer Steckdose. So, und dann, ach okay, dann kannst du theoretisch auch HDMI-Kabel reinlegen für Laptop, LAN-Kabel liegt dann da drin. Ja, und falls dann eben mal so die Jungs vorbeikommen, die natürlich so kleine Handy-Freaks sind, so, damit die ihr Handy aufladen können, habe ich dann auch direkt hier einen Adapter geholt. USB-Adapter zum Handy aufladen. Hast du vier Jungs, die glücklich gemacht werden über vier verschiedene Auflademöglichkeiten. Genau, genau. Ja, es ist schon sehr gut durchdacht. Gut. Ne? Ja, gut gemacht. Sehr genial. Gut, okay, also das hast du dir ins Podest mit eingebaut. Genau. Geniale Idee. Und ich habe mich schon gedacht, wo sind die Steckdosen her? Ja. Hier ist nämlich gar nichts. Und hier diese Klappe, die ist aus dem Bürobedarf, falls das mal irgendwie einen interessieren sollte. Ja. Weil da sind eigentlich auch... wo die Büros eben halt auch ihre Steckdosen drin haben oder SAT-Anschlüsse, Internetanschlüsse. Man kann sie nämlich zumachen und kann die Kabel hier rausführen. Ne? Kannst du hier einfach hier dann rausführen und dann kann die Klappe nämlich zu sein. Das ist ganz praktisch. So, jetzt geht es auch wieder zu. Ja. Sehr, sehr schön. Okay, dann wandern wir mal so langsam Richtung Rückseite. Da hast du dir jetzt, Eckabsorber? Oder das sind Eckabsorber, genau. Mhm. Und du hast ja das Lautsprechersystem, auch das dürfte vielen schon aufgefallen sein, der hat ja da oben Lautsprecher. Ja. Das heißt, du hast dich für welches Layout entschieden? Für das Auro 3D. Lass mich raten, hast bei uns gehört. Ja. Und hat dich überzeugt. Ja. Und läuft dauernd mit Auromatik. Ja. Für die drei Jahre sind das. Ja. Insoweit jetzt nicht keine große Überraschung. Ja. Naja, aber gefällt dir. Ja. Ja, und ich sag mal, das Problem ist ja, dass man auf den Scheiben heutzutage ja auch leider immer noch die deutschen Tonspuren einfach nicht dementsprechend, was sie eigentlich sein sollten. Also sprich, ich kriege dann immer noch 5.1 Abmischung oder so und lebe dann noch im 90. Jahrhundert so ungefähr. Und ja, und deswegen habe ich ja gekommen, dann gehst du ja auf Auro 3D. Erstmal kannst du dann ältere Filme in 3D-Sound hören. Du kannst zocken in 3D-Sound, auch wenn er nicht hinterlegt ist so. Und eben halt auch die aktuellen Filme hast du mit dem Bestmöglichen, was du hier zu Hause erreichen kannst, immer halt zu hören. Aber du kannst ja auch Dolby Atmos mal im Original abspielen, ne? Ja. Wobei der neue Star Wars ist ein Dolby Atmos, ich glaube, in der englischen Spur. Ja, in der englischen. Machst du englische Sachen auch schon mal? Ja, ich kann leider nicht so gut Englisch, hat mich dann in der Situation auch immer wieder ärgert. Mhm. Aber auch eben halt, nicht nur ich, sondern auch Kumpels so, ne? Da sind auch jetzt alle keine großartigen Englischsprecher, deswegen wird ja eigentlich immer die deutsche Tonspur laufen. Ne? Und da ist halt ja leider. So, okay. Dass da immer noch nicht genug drauf geachtet wird. Also Auromatik an. Mhm. Und dann hast du dir jetzt auf der Rückseite, weil das müssen wir nochmal festhalten, dahinter ist ja eigentlich ein Fenster. Darüber ein Rollladenkasten, genau, hast du gesagt. Genau, und eine Heizung. Und eine Heizung auch, ja, die aber nicht mehr aktiv ist? Nein. Brauchst du nicht mehr, wie wir festgestellt haben. Genau, ja. Mhm, okay. Und kämst du ans Fenster eigentlich nochmal ran, ohne hier die ganze Wand abzubauen? Nein. Hast du Rolllade immer runter? Ja. Also die ist immer unten? Die ist unten. Die ist unten und verkeilt, damit da auch keiner irgendwie auf die Idee kommt, irgendwie mal Quatsch zu machen. Genau. Mhm. Okay, vernünftig. So, das heißt, du hast da oben diesen Lüftungsschlitz dir gemacht, der eben mit diesem Rollladenkasten in Kombination ist. Genau, genau. Im Endeffekt ist da auch wieder so ein Einschubventilator verbaut, hinter einer Klappe, die unten rechts hinter den Absorber ist. Den kann ich abnehmen und dann ist da eben halt der Ventilator, dann über ein Rohrensystem geht da die Luft direkt in den Kasten rein und dann eben halt da draußen. Der Beamer, der jetzt hier steht, dürfte ein JVC sein? Genau, der 7900 heißt er. Das ist der 7.9er? Ja. Und macht Spaß, wa? Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Was hast du vorher gehabt? An Projektoren gar nichts. Das ist mein erster sozusagen. Du bist aber gut eingestiegen, ne? Ja, ich hatte mir damals eben halt gesagt, pass auf, komm, entweder, ich wollte eigentlich erst den Raum so bauen mit Fernseher. Dann hat mich ein Kollege darauf gebracht, so immer, mach so, wie du es haben willst, mit Leinwand und Projektor und so, weil ich halt doch schon Respekt hatte vor der Arbeit hier, ne? Ja, dann habe ich mich wirklich dazu entschieden, habe aber auch gesagt, pass auf, du kannst, wenn du den Schritt machst, dann willst du aber auch nicht auf Qualität verzichten. Ja,
Also musste. Ne. Du hast ihn bei uns wahrscheinlich gesehen, ne? Das ist ja, ja, uns klar. Und alles, ne? Ja. Genau. Das heißt, du verglichen hast die ganzen mit anderen da. Projektoren und dann so, war ja. Das ja wohl gerade auch im Zocken und so weiter, ist das ja, ja auf Sicht auch noch eine ganz gute Variante. Ja, im Endeffekt blieb das bis eben halt, bis auf den neuen Sony, die einzige Variante eben halt, die unsichtbar. Und welche meinst du mit Sony? Ne? Den 67er? Den 67er, oh, ja. Das ist natürlich schon ein tiefer Schluck aus der Pulle. Ja, genau. Mhm. Das war mir doch dann für den Start, dann ist das schon, war mir dann zu heavy. Mhm. Schön. Wie bedienst du das Ganze? Ich bediene dann noch alles über die konventionellen Fernbedienungen. Die da wären, weil ich sehe da so mit einem rechten Auge, sehe ich so leicht, dass da so ein ganz am Stapel ist. Ne? Genau, genau, ja. Woran liegt das? Hast du nicht ja, mit der Logitech mal gearbeitet? Ja, oder? Doch, aber ich bin jetzt nicht, ich bin da nicht so ein Typ, der da so großartig Wert drauf legt. Also du magst das so, drei Fernbedienungen in die Hand zu nehmen? Ja, ja, im Endeffekt ist das ja nicht viel. Du kommst rein, machst den Beamer an, der Beamer erkennt alles automatisch. Sobald er einmal an ist, ist er an. Ja. Mhm. Ja, genau da gleich wie bei dem Blu-ray-Player. Mhm. Ne, legst die Scheibe ein, drückst auf Play, Ende. Mhm. Ja, und bei der Vorstufe ja auch ungefähr, um Lautstärke zu regulieren, mache ich am Anfang des Films, dann stelle ich die Lautstärke ein. Und dann regelst du nicht mehr nach? Nein. Wenn wir jetzt über Lautstärke und allem regeln, du hast über Odyssey eingemessen mit dem 7704, hast du auch die Odyssey Pro verwendet? Ja, die App hatte ich mir auch runtergeladen. Und kamst du klar mit? Ja, hat gut funktioniert. Hast du uns den auch nochmal geschickt, mit dem Andreas mal irgendwie abgestimmt, ob noch ein bisschen Feinheiten ist oder warst du soweit zufrieden? Ach so, nee, also ich war soweit eigentlich damit zufrieden, weil du kannst ja dann im Endeffekt super die Graphen und so dann eben halt begutachten und gegebenenfalls dann auch noch verändern, aber das hat alles eigentlich wunderbar gepasst. Schön, okay. Wir hören uns das gleich mal an und werden kurz berichten. Ja. Die Lampen, die beim Hintergrund sind, sind die, ich habe ja gar nicht mitbekommen, wie hast du die eingeschaltet? Hast du da in die Hände geklatscht? Nee, eigentlich nicht. Nee, ich habe da noch, wo habe ich die? Hast du noch? Hier, ich habe da noch eine konventionelle Fernbedienung. Genau, bevor es Alexa gab, hat man das mit solchen, liebe Kinder, macht man das mit solchen Schaltern. Ja. Weil immer mehr Alexa und Co. Genau. kommt. Also hier ist noch nichts mit Alexa. Nee. Und also ein klassischer Schalter mit, was ist das, 433 MHz ist das wahrscheinlich, ne? Ja. Irgendwie um den Dreh. Ja, da genau, da steht was. Obwohl, der ist, eigentlich ist der Ding super, weil wenn er ja, klar, alles funktioniert, ist er gut. Ja, und weil dann alles, wenn hier Licht aus ist und alles pechschwarz ist, findest du die noch, weil die weiß ist. Das ist das einzige weiße Teil hier, findest du sofort. Naja, gut, aber Alexa kannst du ja auch noch was sagen. Wobei, wenn du kein Internet hast, stehst du natürlich im Dunkeln. Das ist natürlich dann noch hilfreich hier. Ja, nee, ich wollte mal irgendwann eben mal das Ganze alles über ein Tablet eben mal aussteuern lassen. Du könntest die austauschen, ne? Gegen Philips Hue, ne? Weißt du, ne? Es gibt diese Lampen, die du da oben drin hast, kannst du normalerweise auch als Philips Hue-Lampe bekommen. Dann hat ja jeder seinen eigenen WLAN-Empfänger drin. Und dann kannst du wirklich auf Knopfdruck sagen, jetzt geht die Lampe auf der an oder die macht die Farbe und sowas. Mhm. Alles. Und dann das geht relativ wenig. Über ein Tablet, genau. Ja. Das geht über relativ wenig Aufwand. Ja. Weil diese Lampengröße gibt es mittlerweile eben bei Philips Hue. Haben wir bei uns im Kino auch. Ja, aber da muss ich mir mal genauer angucken. Das ist schon ganz sexy. Ja. Aber du hast ja noch ein paar Nächte oder ein paar Tage. Ja, ja, ja. Du bist ja noch nie zu Ende. Also selten jemand zu Ende, wenn jemand sein Kino auch in dem Zustand hat. Da wird immer mal wieder ein bisschen was gemacht. Ja, besonders, sag mal, wenn man Bastler ist. Ne? Also ich glaube, verging eine Woche, da habe ich mir schon Gedanken gemacht, was können Sie als nächstes machen. Ja, und hast du eine Lösung? Hast du schon ein Ergebnis? Ja, doch. Ja, als erstes wird auf jeden Fall nochmal der Durchbruch ins andere Zimmer gemacht, um da eben die Luft abzupumpen. So, und gegebenenfalls baue ich vielleicht auch noch einen zweiten Lüfter für Zuluft ein. Mhm. Ich meine, der Sommer kommt jetzt erst noch, da muss ich mal abwarten, wie warm das hier wirklich wird. Hast du noch nicht getestet, ne? Nee, das ist ja jetzt der erste Sommer. Mhm. Aber auch so, wenn du dann mal hier 3-4 Stunden drin bist, so was dann auch gut passiert. Der bläst auch gut, ne? Na, dann wird das hier schon relativ gut warm drin, ja. Na gut, das willst du machen. Ich würde sagen, wir gucken mal rein, oder? Machen wir mal an? Machen wir an? Machen wir an. Läuft. Ja, läuft. Ja, läuft. Läuft, hat er gesagt. Also, wie heißt es so schön? Es macht eine Menge Laune hier. Und ich muss allerdings auch sagen, ich habe ein gewisses Empathie, Sympathie, was muss ich sagen, oder Mitleid mit den Nachbarn. Ja, ich kann das nachvollziehen. Du hast gerade überlegt, was wird der jetzt sagen? Ja. Also hier ist schon eine Menge Bums drin. Ja. Also die Kirchenzeiten würde ich mir merken, diverse Filme. Genau. Wenn die weg sind, dann gibt es nochmal richtig Gas. Ja, aber es ist wirklich sehr, sehr klasse. Wobei, ich habe es ja gesagt, bei den Lautsprechern, klar, das würde ich sagen, ja klar, muss der ja sagen, weil das ist ja hier das Gegenteil vom Engelchen. Nein, aber da kann man sicherlich eine Auflösung noch ein bisschen mehr machen, weil der Raum, der dämpft ja schon sehr stark. Ne? Ja, und das ist und definitiv hörbar zu den Lautsprechern. Ja, das merkst du schon. Also das würden wir nochmal vergleichen. Und ansonsten bist du ja am Ziel mehr angekommen. Also wir hatten überlegt, ob er vielleicht noch ein iBeam hier einsetzen möchte, weil wenn ihr die Frage habt, nein, er hat noch kein iBeam, er hat sich mal angehört, hat ihn jetzt im ersten Moment noch nicht so überzeugt, aber er guckt vielleicht nochmal ein zweites Mal.
Weil zwei Stück hier drunter wäre schon nicht schlecht. Du guckst mit wie vielen Leuten so im Durchschnitt? Was hast du gesagt? So drei, entweder drei oder einer allein, also zu zweit. Ja. Das ist eigentlich so die übliche Größe. Genau. Und mit Mutter hast du schon den Hobbit hier geguckt? Die Mutter, die musste direkt am Anfang alle drei Teile sich hintereinander mit mir reinziehen, ja. Aber hat dir gefallen? Ja, ja, klar. Sicher. Sehr schön. Gruß an Mutter, Vater, an alle die, die uns hier mit Brötchen versorgen, ja, und mit den restlichen Sachen. Ich blende mal den Namen ein, weil Kaffee und Kuchen gibt es da bei euch auch. Ja, Kaffee, Kuchen, Mittagessen. Alles da. Alles da. Und das ist die Straße, die so eine Art Umleitungs- oder Ausweichstrecke ist, wenn es mal wieder auf der A40 dicht ist. Genau, da kann man. Die geht so ein bisschen parallel, ne? Genau, wunderbar nach Herne kann man dann da fahren. Ne, wenn ja alles mal wieder voller Stau ist, was wir ja jeden Tag haben. Ach, ich liebe Herne. Ja. Ha, kleiner Insider. Kann man schön. Nein, da wohnt meine Schwägerin. So, also, ich würde sagen, mein Lieber, ich habe dir noch eine Decke mitgebracht, weil die fehlt nämlich bei dir, cool, glaube ich. Ja. Eine Original-Grubi-Decke, man hat sich schon oft gefreut. Aber perfekt, gesehen, ja. Du kannst sie diesmal nicht verstecken. Ja. Die hast du schon, weil du hast ja Decken ohne Ende, ja, aber die hast du ich noch nicht. Ich brauche auch immer eine Decke beim Fernsehen gucken, immer. Ja, aber du hast doch gesagt, es ist so warm hier. Ja, dann deshalb machst du jetzt die Lüftung dann rein. Ich halt dann habe ich nur kurze Hose an oder ziehe Socken aus oder so, aber Decke muss sein. Echt jetzt? So ein Wohlfühlfaktor für mich. Ja, die ist ja besonders wohlfühl, ja, das weißt du, ne? Ja. Mit Ärmeln und allem und dran, ne? Jetzt ehrlich? Ja, ja, klar, ja? Das war jetzt ernst gemeint. Ah, ja, stimmt. Jo. Ja, ja, ich hatte Ärmel. Ja, 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 ja. Funktioniert aber bei Kerlen, nicht nur bei Mädels. Ja, ich kenne das von meiner Schwester, die hat so eine, weil da sind ja, die Frauen sind immer alles Frostbeulen. Ja, komm, du bist jetzt aber anscheinend auch nicht so weit davon entfernt, oder, wenn du das erzählst. Jetzt kommt wieder die Riesennummer, wo ich das wieder auspacke vor Publikum. Pass auf, hier, das ist aber das Besondere, ne? Das steht natürlich auch noch drauf. Ja, klar. Ja, ja, cool. Also, es hat mir riesen Spaß gemacht. Ja, schön, dass wir auch das machen konnten. Ja. Wann gehst du ins Bett? Sache. Wegen morgen früh? Aber das war ja noch einigermaßen normal. Halb sieben, halb sechs hast du also, ja gesagt. Ja, ne? Also meine Standarduhrzeit ist eigentlich immer 12 Uhr. Ja, doch? Ja, 12 Uhr schlafen, okay, oder nicht so. Okay. Aber da ist der Vater schon die Hälfte der Nacht dann, ja schon rum, ja, da bimmelt schon fast der Wecker, ja. Mhm. Okay, also bei mir bimmelt dann eigentlich nicht der Wecker. Toi, toi, toi. Cool. Die 12 Uhr kenne ich allerdings auch. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ihr wieder, wie heißt es schön, wenn euer Interesse geweckt ist oder wenn ihr Spaß habt, mal vorbeizukommen, kommt mal zu uns. Wer weiß, vielleicht sieht man sich auch mal hier auf einer Hausmesse. Ne? Du, warst, du wolltest jetzt unbedingt mal bei der Hausmesse dabei sein. Das hat zwei Jahre habe ich es verpasst und jetzt beim dritten Mal muss es eigentlich. Ja, wobei die erstes Adventswochenende ist. Ja, ja. Erstes Wochenende im Dezember, so muss es jetzt genau heißen. Genau, ja. Erstes Dezemberwochenende. Aber vielleicht machen wir was anderes. Bitte auf unsere Facebook-Seite gehen, dann sagen wir früh genug Bescheid. Cool. Ja, denke ich auch, wird cool. Und dann schauen wir mal weiter und dich werden wir auf jeden Fall noch so ein paar anderen Heimkino-Freaks verknüpfen. Gerne. Ja, weil ihr wollt euch mal austauschen. Ja, ja. Hat's ihr Interesse drin. Wäre super, mal so mal einen Bekanntenkreis zu haben. Ja, das kriegen wir hin. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal wieder bei Grubi TV, Heimkino-Kanal. Projekt 50.000 läuft noch. Zwei, drei Videos sind schon fertig gemacht. Die kommen in den nächsten Wochen auch noch auf den Markt, wie es so schön heißt. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht ja bei uns im Laden. Bis dann. Ciao, ciao. Tschö.